Hallihallo, herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu einer weiteren Folge Baldur's Gate 3 auf dem Kanal. Wir haben zuletzt die Taverne Elfengesang gemacht, beziehungsweise deren Untergrund hauptsächlich. Da, ja, sind wir, glaube ich, und haben die, ach, verdammt, diese eine Gewählte getroffen, Baal Chosen. Und ich habe meinen, ich sehe gerade, ich habe meinen Stab verloren. Ha! Mein glühender Stab, wodurch ich Feuerball und Feuerpfeil casten kann. Was ich nie tue. Aber ich könnte. Und ich glaube, ich brauche dafür nicht mal. Ja, kann ich einfach casten. Und sogar ziemlich weit. Sollte ich vielleicht irgendwann mal tun. Gut, die Frage ist, wo gehen wir als nächstes hin? Shadow hat es irgendwie eingehüllt anscheinend in Dunkelheit, weil Schatten. Geheime kritische Treffer. Moment, was hat sie denn da für geheime kritische Treffer? Trägerhelden und Rettungswürfe, geheime kritische Treffer, wenn sie verschleiert ist, benötigst du für einen kritischen Treffer bei einem Angriffswurf ein Auge weniger, das Effekt kann. Also, ja, wenn sie in der Dunkelheit arbeitet, weil sie dunkler Justiziarin ist. Spieltechnisch würde ich irgendwann. Wir wissen immer noch nicht, wofür die Seelenmünze übrigens brauchen. Ne? Wir haben noch niemanden getroffen, der Seelenmünze haben will. Spieltechnisch würde ich ihr, glaube ich, ganz gerne mal einen anderen Helm geben. Tatsächlich. Aber ich glaube, ich habe keinen anderen Helm. Oder Ausrüstung so generell, so wirklich. Wenn ich das so sehe. Wenn ich das so sehe. Todungsrettungswürfe zu bestehen, ist ja auch Quatsch. Meistens ist das Leben der kritische Treffer einmal pro Langras, kann der Träger, wenn er einen kritischen Treffer gegen einen Molin wird zu Gedanken lähmen. Ja. Das ist die Lähmung. Was haben wir hier noch so? Bezaubert im Vorteil. Mir das auch mal geben. Im Träger erlaubt den Zauber schützendes Band von einer Kreatur zu halten, den anderen Ring. Achso, ja, der andere Ring. Dichte Vorrufungszaubertrick. Ja, das war Hallsinn, ne? Tiefer Kennwurf im Vorteil. Aber ich würde mir ganz gerne Motiver Kennwürfe im Vorteil geben, statt dem 1d4 extra Damage Rolls. Des erhabenen Marx. Ulhand, Nekromantie-Zauber. Verzauberung, ersten Grad unterwirf Untote deinen Befehlen. Lage mit tödlichen Klauen zu und lähme das Ziel möglicherweise. Ah. Gar nicht so kacke, wie ich das irgendwie dachte. Und Henker, genau. Ist der nächste Angriff ein kritischer Treffer. Nach Verwendung wird dieser Effekt nach einer langen Rast wieder aufgefüllt. Okay, das passiert halt einmal Mörders Liebling, wo wir ihm das was geben, was mehrfach benutzt werden kann. Wenn du Gestalt wandst oder dich tarnst. Nope. Auf Schadenswürfe. ND4 auf Schadenswürfe. Ich glaube, das sollte bei ihr inzwischen ganz geil sein. Weil sie einiges an Schadenswürfen hat. Ja, doch, hier. Wahrscheinlich generell 1d4 extra, oder? Auf den gesamten Schadenswurf und nicht. Aber sie greift mir einfach an. Von daher. Ja, ein Rettungswurf gelingt leider den Gegner an diesem Wurf. So hat 1 bis 4 psychischen Schaden. Aber ich würde ihr lieber Elemente absorbieren geben. Halte ich, glaube ich, für sinnvoller. Nochmal Unsichtbarkeit. Eigentlich wollte ich gucken wegen Helmen. Öl des Einfrierens. Ich habe ja auch noch Öl. Mal Kalach. Öl des Einfrierens ist ein bisschen witzig bei ihr. Bürgergifte. Was ist hier die Arkan-Kultivierung? Oh, Platz ist fehlt gerade. Okay, was machen wir denn heute? Das ist das mit dem Rede mit ihr, wegen dem
Nee, sprich die Druckpressen. Das ist ein Cora Hochbär. Gehen wir doch mal da hin. Hallo. Was tun so wenig an? Flaret. There's some rather lovely vintages out today. I'd get in quick if I were you. Hab ich die angeklickt? Oh, die kann ja angehen. Rick, hallo. I'm rather enjoying the white. Maybe you should give it a try. Ist irgendwie ein Weinfest. Okay. Weinfest, genau. Mit wem sollen wir reden? Cora Hochbär. Cora Hochbär, du bist das da, oder? Aha, hallo. Why, hello there. We were just about to try some of Master Metzli's delightful wines. Oh, would you care to join us? Oh, they do look ever so tasty. Ah, Mrs. Ivory, I prefer to conduct tastings individually, so I may assess your palate. Call me Cora, Master Metzli, and I'm afraid I must insist on their joining us. Wine's no good without company, after all. Das ist, glaube ich, ganz gut. Rettungsruf geschaltet, Heilkunde. Scheiße. Liebend gern ein Glas, Meister Metzli. Ich muss leider ablehnen, aber ich hoffe, ihr genießt euren Wein. Liebend gern ein Glas. Ich will einen Wein haben. Ich will einen Wein haben. You can't turn away a prospective customer. I was in business for a great many years, Master Metzli, and my wife, as always, is most die Halblinge. Very well. Here, now leave me to attend my customers. Der sieht hier schon viel zu verdächtig aus. What? Oh, ich bin auch gelähmt. Die wollen die einfach umbringen. Die Schweine. Dolor. Du hast angegriffen auf jeden Fall, du Sau. Ich würde sagen, dafür gibt es erstmal jetzt hinter die Binde. So. Du kriegst noch einen erschütternden Hieb hinterher. Zack. Genommen. Bam. Du bist fast tot. Was soll denn die Scheiße hier? Ey! Okay, fallen alle auf meinen. Kriegen Free Crits auf meinen Ben. Oh, noch einer gelähmt. Das ist schlecht. Aua! Sagen wir mal die erstmal kaputt. Jetzt mach den doch mal kaputt. Aufschlag. Weitere Aktion. Bedrohlicher Angriff. Verängstigt, sehr schön. Überfallen hat. Was bist du denn, in Rick? Was bist du denn? Dich hauen wir erstmal. Und dann haben wir dich nochmal. Können wir uns hier dazwischen stellen, so. Dass der nicht weiter ranlaufen kann. Morphischer Hinterhalt. Aua! Bin fast dead! Oh, da gibt's ja noch einen. Den habe ich komplett übersehen. Den habe ich hier komplett übersehen. Provozierender Nahkampfangriff. Provozierender Nahkampfangriff ist leider gescheitert. Dann verängstigt er mich. Auch verängstigt, dammit. Massengruppen heilen? Sag mal, sind hier. Nein, Cora. Oh, no.
Der hat ja einfach instant gekillt. Das ist doch scheiße. Wie soll man die ganze Masse denn davon abhalten? Mann, ich lade es nicht neu, aber ich find's trotzdem kacke. Ich find's trotzdem kacke. Also du hast noch 11 und ich habe 80% Chance, dich zu hitten. So, ich sollte aber jetzt nicht da hingehen wahrscheinlich, weil das ist ja Quatsch. Das kannst du nicht machen. To stop him before he strikes again. I can keep going a little longer now. Oh Mann. Das ist ja übel. Karabans Geschenk, starkes lebendes Gift. Tja, da hätte ich wohl mal den Roll of Heilkunde schaffen sollen, wa? Hätte ich mal den Roll geschafft. Schlüssel des Grabsteins, ein vielversprechender Kandidat. Zwischenbericht. Der Zwerg mit den Narben ist ein vielversprechender Kandidat als unheiliger Assassine. Ein kruder Charakter zwar, doch seine Mordmethoden sind künstlerisch ja innovativ. Er hat ein tödliches Weinfest organisiert, um sein nächstes Ziel zu terminieren. Ich werde es genauestens beobachten. Shudder Call. Oh Mann. Oh Mann. Ein tödliches Weinfest organisiert. Na super. Wo sind wir jetzt hier? Hochbärhaus. Ah. Denke ich nicht über die Vergangenheit nach? Mach dich nicht lächerlich. Ich bin doch erwachsen. Nein, bin ich nicht. Denke ich über die Vergangenheit nach. Don't you miss your parents? I miss mine. Mom made the best apple pie. Hochbärs werden sich um dich kümmern. Sie scheinen nett zu sein. Die Hochbärs sind gerade gestorben. Mich sind meine Freunde, meine Familie. Hast du Freunde? I've got Molly and Cora. Cora she makes a really good pot roast. Don't tell anyone I said this, but I actually think it might be better than Mom's. Ah, have Molly. You seen him? Have you seen my dad? Wer ist dein Vater? His name is Yatsik. He's a super brave knight. We came here together, but he had to leave. He said that Cora would look after me. She's really nice, but I miss Dad. There's a sadness in her voice that betrays a wisdom beyond her years. She knows her father's not coming back. Hat Cora die Hoffnung, wie ihr Vater gesagt hat, dein Vater scheint ein guter Mann zu sein. Tut mir leid, es ist nicht leicht, jemanden zu verlieren, an dem man hängt. Has it happened to you too? I'm sorry, it's the worst. Ja. Perhaps Cora can look after you too. She looks after all the kids who've got nowhere to go. She's helping me write down all of my dad's stories, so everyone will know how brave he is. Ja. Ein bisschen sad, dass Dad tot ist. Sind wir ehrlich. Ein bisschen sad, dass der Dad, die Cora gerade gestorben ist. Aber darf ich an die Truhe gehen? Alles andere ist ja Diebstahl. Das ergibt aber wenig Sinn. So, ich habe kein Astarion mehr dabei, ne? Muss ich wieder selber Schlösser knacken. Ja, geht doch. Wo muss ich denn hier hin? Wo ist eigentlich der blöde Zwerg hin? Der war doch gerade noch da. Schlüssel zur Hochbeerschließfach. Oh, ich wollte es nicht mitnehmen. Entschuldigung. Muss irgendwie an die Seite stellen? Okay. Elixier der Unverwundbarkeit. Werde gegen alle Schadensarten resistent.
Wie lange? Gegen alle Schaden sind dick wie flüssiges Eisen und von ähnlichen Aromen. Bezieht dich mit Kälbis in die Fingerspitzen. Und des Fliegens. Und diese um die Fähigkeit zu halten zu fliegen. Beides ziemlich mächtig. Flaschenregale. Oh, Heiltränke. Nehmen wir die mal an Kalach weiter. Übungsschild, Übungsschwert, Übungsschwert. Warum sind hier die Lampen aus? Können wir die anmachen? Oh, die kann man anmachen, sehr schön. Dann sieht man hier ein bisschen mehr. Wo? Oh. Okay, gut, dass du das gefunden hast. Oh, Gold. Das ist doch eine... Okay, das ist eine sehr offensichtliche Falle. Schloss knacken. 20 ist natürlich hart für jemanden, der nicht im Schloss knacken geübt ist, ne? Wird schwierig. Reicht gerade. Gerade gereicht. 98 Gold und hier müssten wir entschärfen erstmal. Mit 10 kriegen wir das doch aber hin. Wir müssen noch Schloss knacken. 15. Ja, das sieht doch gut aus. Goldband ist für Kalach. Das Gold an sich nehme ich. So. Sonst hier noch irgendwas? Und mein Händler einmal nach die Küstenstädte. Steht denn da drin? Ein Buch, das Kaufleute Ratschläge zur Handelsrouten gibt von einem gewissen Roger Hochbär. Was ihr denken sollt, ich habe es auf den Küstenweg geschafft und ist ein Spaziergang nach Baldur's Tor, so soll euch das verziehen. Ihr irrt euch aber. Der Küstenweg erstreckt sich zwar nur von Beregost bis zum großen Tor selbst, doch sie ist heimtückischer, als man glaubt. Und für Schurken und Genome ideal geeignet, um aufrichtige Kaufleute zu befallen, denn der Mantelwald liegt gleich daneben. Das Buch geht auf ähnliche Verschlungen letztlich aber doch hilfreicherweise weiter. Ich will es aufheben. Haben wir noch Wein, Schriftrollen, oh, da habe ich das Geschoss, Flaschen, Holzfass, Seil konnte ich bis noch nicht einmal irgendwie einsetzen, oder ich bin zu doof gewesen. Ich könnte jetzt hier noch Flaschen mitnehmen und Wein, aber halte ich glaube ich jetzt nicht so für so wichtig. Jetzt haben wir die Hochbärs noch ausgeraubt, nachdem es denen gerade nicht so gut ging. Bei Weinkellerschlüssel. Oh. Nehmen wir mal an uns, damit die Kinder da nicht reinkommen, ja? Man weiß ja nie, was die Belger vorhaben. So, dann gehen wir nochmal nach oben, oder? Hier hinten noch eine Tür. Wo geht's hier? Unspannend. Hochbärhaus. Was gibt's hier noch zu holen? Ich meine, die sind ja jetzt eh tot. Schäbiger Kleiderschrank. Okay. Elfenstück. Nee, warum alles nicht? Wir müssen jetzt echt nicht die uninteressanten Sachen mitnehmen. Das sieht jetzt eher nach was Schicken aus. Pistole? Das gönne ich mir doch. Staubiges Gebetsbuch. Eher ein Latanders, der Staub auf dem Einband scheint der einzige für uns einzufangen. Oh, Morgenfürst, höre uns rufen, lass auch uns Hüte der Schöpfung sein, lass uns die Welt mit Kindern segnen, erhelle unseren Pfad. Segne unser Bündnis, Morgenfürst, wir bitten dich, segne unsere Bande mit dem Leben, dass wir dich dir schenken sollen, erhelle unseren Weg. Der Rest der Gebete ist ganz ähnlich.
Das mal nur. Dass man nur Spielercharaktere leben kann, ist ein bisschen doof. Aus meiner Sicht. Aber ich fürchte. Muss mal kurz AFK. Ich habe übrigens gestern das weirdeste oder. Das ungewöhnlichste. Weird ist so negativ konnotiert. Das ungewöhnlichste Kompliment bekommen seit langem. Nämlich, dass ich besonders hübsche Zähne hätte, wenn ich lächle. Da ist mir nichts eingefallen, außer zu sagen Dankeschön. Also wirklich, ich war einfach überrascht im Moment. So. Da ist noch eine Tür, oder waren wir da schon? Haben wir die einfach wieder zugemacht? Ja, wahrscheinlich habe ich die einfach wieder zugemacht. Jetzt haben wir überall die Türen aufgemacht, sehr gut. Hier können wir noch mal ein Bücherregal durchsuchen. Tränenfleckiger Brief. Ein Brief, der offiziell im Pergament der flammenden Faust verfasst wurde. Tränen haben die Tinte an manchen Stellen leicht verwischt. Hier, Cora, ich habe schon zwei Entwürfe zerrissen. Ich sage es wohl am besten einfach gerade raus. Erdcheck ist tot. Brown und Hoplum haben unsere Reihen durchpflügt, haben Keens Ruhe niedergebrannt. Was ihr Molly aussagt, sie muss erfahren, dass ihr Papa der mutigste Mann wird, den es sie gegeben hat. Möge Helm eure Herden, euer Heim beschützen. Faust Ephraim. Brown, Hoppler, okay. O'Keen's Ruhe, das ist glaube ich von Akt 1, wo wir waren, ne? Wenn ich mich nicht irre. Ein Brief auf unserem Befreien Faust. Danke, Cora, dass ihr Molly unter die Fittiche genommen habt. Ich wünschte, es gäbe einen anderen Weg, dass ihr beide und mich selbst um sie kümmern könnt. Doch wenn die Faust ruft, muss ich antworten. Gewiss werde ich zurück sein, ehe ihr euch verseht. Schließlich passt Ephraim auf mich auf. Wachsame Grüße jetzt. Oh. Oh. Das ist nicht fair, Spiel. Das ist doch traurig. Das ist viel zu traurig. Oh. Oh. I want to have a word. Please, leave me to my memories, if you wouldn't mind. Okay, du willst nicht mehr mit uns reden. Wir können auch nichts dafür, wir wollten sie eigentlich retten vor dem ganzen Quatsch. Hätten wir vielleicht doch anders sagen sollen. Aber er lebt dann zumindest noch. Distract me. I've got so many wine barrels to move. So many. Okay. Gut, gehen wir als nächstes hin. Wir haben noch ein paar Quests, ne? Kasados Palast. Ich würde sagen, wir gehen mal zu Kasados Palast. Das heißt, wir tauschen aber Lezelle wieder. Nehme der kritische Treffer. Wir tauschen Lezelle wieder aus. Und nehmen Dings mit. Unseren guten Assassinen-Elf. Der Halsin ist weg. The great Orin the Red tugs your sleeve, sulking for attention. She might come to regret it yet. I have met few as strong as Halsin. But Orin will break him. If we give her the time to do it. Hab noch einmal überlegt, wie wir Minsk finden können. I have. And while I do not love my conclusion, that does nothing to change it. The Harpers are the city's best information network. With them out of action, we shall have to fall back on second best. Nine Fingers Keen. A name known and feared throughout the city's underworld. The mysterious Keen runs the guild, which in turn runs every criminal enterprise in the city. Die Gilde. Ihr wollt mit Dieben gemeint erstaunlich, dass eine Hafnerin mit kleinen Kriminellen befreundet ist. Friend is not the word I'd use. Nor is petty if you've a mind to keep your tongue. But both our operations step outside the law when needful. She just likes it better there. How hospitable she will be to a harper that comes begging to her guild hall. Huh, we will find out.
Perhaps I will let you do the talking. Okay. Dann ich würde mit Will gerne nochmal reden. Damn it all! We've got to get Halsin back. If that means killing Gortash, nothing would give me greater pleasure. Okay, was sagst du? I don't know how exactly Orin managed to spirit away someone as big as Halsin, but we have to get him back. Okay, wir wollen ihn alle retten. Via rescue. Sehr schön. Or Gortash's death. Ja, ich jetzt nicht so schlimm, Gortash umzubringen, also. Achso, mit dir wollte ich mal reden, weil du gehörst ja eigentlich nicht. Kann ich dich wegkicken? I can't wait to see what trouble he gets into. Kann ich sagen, dass ich dich nicht hier haben will? Er hat Will vor eine unmögliche Wahl gestellt. Will ist kein Kind, ihr müsst anfangen, ihn mit Respekt zu behandeln. Und glaube ich, dass Will... das war's also... Also ich finde eigentlich, sie hat Will vor eine unmögliche Wahl gestellt. Oh, Will steht bei neben mir. Impossible. My bargain was uncommonly reasonable. A single soul for the return of Baldur's Gate's most beloved Duke. A real bargain, I should think. Der eh gestorben wäre wahrscheinlich an Altersschwäche. The legendary leader Frontiers would surrender his father for freedom. Not very valorous, if you ask me. But what does a mean old devil like me know about? Ich würde dich gern nicht in meiner Gegenwart haben. Ich will dich nicht in meinem Lager. Was soll der Scheiß? Erklärt es mir, wenn Will nicht euer Hexenmeister ist, warum schenkt ihr ihm weiter Macht? Just because he's not my pet, doesn't mean he's not useful. The Absolutists worked a number on me at Moonrise. And you're the best hope I've got at payback. Ja, wir haben dich nicht befreit von dem Scheiß. Children without getting scorched. Wenn ihr bleibt, müssen wir gegen etwas bieten. Why? I'm supplying Will with every scrap of his infernal power. Ja, aber ich benutze ihn nicht. I've paid my dues many times over. I tell you what. When the time comes to squish that big baddie of a brain, I'll lend you a hand. Nee. Aber ich will mal wissen, wie die Absolutisten euch erwischt haben. Correct. I didn't. If you must know, I was scouting the cultists on behalf of Zariel. But those cursed shadows were thick enough to fell even a half-fiend. I woke in that damned pod. It kept my body sealed and my most powerful magic silenced. But a brave, kind, benevolent soul set me free. Du bist der fucking Gallantry isn't Schnepfe. Dead after all. Wollten hier ein Tod, was ist geschehen? Oh, you are an inquisitive one. Yep. Bevor ich dich wegkicke. I figured by now. Zariel found a new use for an old battle axe. The dead three in that bulging brain of theirs are a threat to more than this trifling city, you know. Mm. Savor her company. Who's to say when Zariel might change her mind? My mistress can be so capricious. Jetzt die Frage. Ach, die neuen Höllen sind mir ja wurscht. Will ich sie wegschicken, weil sie, obwohl sie gesagt hat, sie hilft uns bei dem Gehirn? Eigentlich schon. Braucht es nicht unbedingt, dass sie mich permanent beobachtet und will. I'm afraid that's not an option. I'm quite stubborn, you see. Take a swing or a stab if you want, but I'll just slip away for a breather. One of the perks of being a half-devil, of course. Ich könnte sie jetzt aber angreifen. Ich bin mir nicht sicher, wie sehr ich das überlebe. Aber ich habe echt Hass auf die Tante. Sie hätten sie ein bisschen weiter nach vorne setzen sollen. Wenn sie hier an dem... Also, wirklich. Setzt sie doch 2-3 Zentimeter weiter nach vorne, damit die Flügel nicht in die Wand klippen. Was sagst du zum ganzen Scheiß? Fate spins along. Okay, wie Does immer. Thou require a new ally?
Brauche ich nicht, danke. Was sagt Lisel dazu? Orin thinks Halsin's abduction is an ultimatum to kill Gortash. Foolish woman. If I needed more reason than I already had. Erst trifft es sehr gut, ja. Wir wollten ihn ja sowieso umbringen. Ich will keine astral berührte Larve benutzen. Nicht in diesem Playthrough. Nein. Was geht mit ihm ab? Halsin does not deserve to die on such a craven's altar. We should consider Orin's terms carefully, however distasteful we may find them. Ich finde sie gar nicht so schlimm. So, we kill Gortash, or Halsin dies. It is not an easy call. On the one hand, killing Gortash will be fun. On the other, Halsin can be very annoying. We probably should save the druid, though. He does have his uses. Ich mag ihn ein bisschen. Bisschen mag ich ihn so. Jetzt muss man Lisel sagen, dass sie hier bleiben soll. Wrench the Orphic Hammer from Raphael's grasp and weaken us. Warte mal, lager auf mich. You believe you can survive without. Ja, ja. Bla, bla. Hallo. Yes. Darling, I thought you'd never. So, ich hätte dich gern wieder in der Gruppe. Lager verlassen. So, und jetzt wollten wir Richtung hier hinten links gehen. Weiche mal vorher. Auf jeden Fall, dass hier Dinge passieren. Was? Was für Bits? Was geht denn hier ab? You've got to talk to the locals if you want the true story about Stelmane's death. The Gazette would never print all the juicy details. Okay. You eaten at the Elf Song before? Awful, just awful. I had a stew there once that looked like it had a finger in it. Bäh. Eklig. Wait, was ist denn hier passiert? Soldier? Ich wollte nicht mit dir reden. Whatever comes. Kann ich mit Toten reden? Moment, das hast du doch, oder? Fähigkeit, mit Toten zu reden. Ich? Jetzt auf jeden Fall. Okay. Du kannst göttliche Macht fokussieren, ein zusätzlich mal eins danach dann was wiederhergestellt werden. War ich hier schon mal drin? Ich glaube schon, oder? Nee, ist alles noch ungelootet. Bücherregale. Oh, ich muss jetzt nicht noch irgendwelche Story-Sachen lesen, glaube ich. Ja, aber ich habe die meisten Background-Stories erwischt. Rotes Färbemittel, Indigo-Färbemittel. Machen wir kurz die Tür zu, dass hier niemand sieht, oder? So, was hat er jetzt hier dran? Warum ist der geköpft? Kaputte Laute. Kupferring Gold. Was ist denn hier passiert? Die sind alle geköpft? Moment. Wie lange sind die schon tot? What happened? Something over there. Versäumte Zahlungen. Armbrust, meine Gazette hat euch unter der Bedingung mit euren Finanzen geholfen, dass ihr eure Schulden prompt zurückzahlt. Ihr könnt euch eine Enttäuschung vorstellen, als die Rückzahlung fällig wurde und ihr statt eines Sacks voll Geld nichts als lahme Ausreden geschickt habt. Dann weiß ich ja, dass ihr ein ehrlicher Mann seid, der seine Familie liebt, euch daher nach Kräften anstrengen werdet, um diese Sache zwischen uns aus der Welt zu schaffen, aber ich kann eine verpasste Zahlung
Ich darf ignorieren, meine Leute kommen morgen vorbei, um eine Verspätungsgebühr zu kassieren und sie werden jeden 10 Tage wiederkommen, bis ihre Schulden zahlt oder sie gezwungen sind, unseren Vertrag zu kündigen. Ich habe mich klar ausgedrückt, keine Gildenmeisterin. Auf der Rückseite werden mühsam zusammengesparte Gelder und Schätze aufgeführt, die langsam mehr werden, aber jeden 10 Tag drastisch wieder abfallen. Die Gesamtsumme, die unten auf der Seite eingekritzt ist, wird nie erreicht. Okay. Selbstverkleidung. Wish I had a bag of holding. Hier ist wieder ein Balkon. Hey. Hier wurde einfach eine Familie abgemurkst. Weil nicht gezahlt. Das ist ja weird. Let's move. Aber wir wollten eigentlich nach da hinten gehen. Da müssen wir noch ein bisschen hin. Let's get going. Der schnelle Neddio, was geht denn bei euch ab? I can't resist a man in uniform. Or anyone else for that matter. The fuck? Stop crowding me, I'll miss the patrol. Okay, hier soll irgendwie eine Patrouille vorbeikommen, I guess. Da hinten waren wir, glaube ich, schon. So, das hier, ist das hier Kasatos Anwesen? Das wird sehr passend sein. Wir lesen mal, was hier dran steht. The Devil's Fee. Hallo? Teufelspreis. Hallo. I welcome thee to the Devil's Fee, where every hellish curio's a rarity. So merry be and shop with glee. Oh no. Definitely something up with this one. Trust me. Dann wollen wir mal sehen, was er zu bieten hat. Excellent decision. Okay, hier gibt es Färbemittel, Kastanienbraun, Weinrot, Boreales Blau, Pavel Grün und Graubraun, Kobalt. Bei dem kann ich euch doch auch Shit verkaufen, oder? Frage ist, wie, hier, sowas. Kann ich euch verkaufen. Händleralmanach, die Fabelsachen, die beiden Gebetsbücher brauche ich nicht mehr. Trank. Alchemistenfeuer brauche ich auch nicht mehr. Das ist noch ein Favorite-Glöckchen. Ring ohne Edelstein. Intergala-Wams. Ich glaube, das wollte ich für irgendwas nehmen. Und wenn es für... Wenn es für meine, schöne Optik ist im Lager. Eingelaufen hat man ja die Todesrettungswürfe, brauchen wir glaube ich nicht mehr. Rotes Färbemittel und Sumpf. Rotes Färbemittel brauchen wir auch nicht. Elixier, Trank, Larvenelixier. Wünsche Bereicherung ersetzt das aktive Elixier. Boah. Ringe. Alchemiebeutel. Achso, jetzt habe ich richtig immer Alchemiebeutel reingelegt, ne? Ja, fällt mir bei. Das ist irgendwie doof. Tadellosen Netz sind dann. Ich glaube, die wollte ich eigentlich mal für irgendwas benutzen. Spieluhr. Wir verkaufen die Spieluhr. Notizen zur Anatomie von Gedanken schon einmal gelesen. Manifest mit Kommentaren. Schriftrolle. Schriftrolle Federfall. Nicht, dass ich die noch brauche. Selbstverkleidung. Wohnbezaubern.
Machen wir alles weg hier. Von dir wollen wir, glaube ich, wirklich nichts haben. Von daher können wir das erstmal austauschen. Hast du noch Sachen, die du loswerden willst? Catholic Tomes Tagebuch. Sunnitisches Gebetsbuch, getreue Zubluns. Sunnitenamulett. Ach, die zerebrale Zitadellenrüstung. Er hat auch eine 18er Klasse für eine schwere. Werden wir aber nicht benutzen, denke ich. Genauso wie wir dich nicht benutzen werden. 6 bis 13, 3 bis 8. Wait, das ist viel, viel stärker. Muss ich mal drüber nachdenken. Hat das irgendwas? Dunkelsicht, Waffenverzauberung plus 3. 1d8 plus Säure. 1d8 plus 3. 1d8 plus 5. 8 bis 13. 6 bis 13. Jetzt ist es auch richtig verglichen. Brauchen wir dich nicht. Wendung des Schicksals. Achso, Moment, das ist das mit dem Gold, ne? Moment, das ist das, wo man mit Gold. Aber das ist halt nur gegen Charaktere, die fett Gold haben, sinnvoll. Was meistens halt nur der Spieler ist. Wie wär's denn mit ein paar Eisenbarren hier? Da hast du schön viel Geld. Die nimmst du mir bestimmt ab. Wurfspeere, schlichtes Gift, die brauchen wir, glaube ich. Ja. Gegengift können wir behalten. Ölflasche, ölige Oberfläche. Langzahn, Toxin, Kjanki, Armbrust, Kriegshammer. Ich glaube, das sind wir auf jeden Fall. Wir sind bei 10 bis 26, das ist bei 7 bis 19. Glaubensbrecher und Kriegshammer plus 1 können wir demnach verkaufen. Ja, die 15 temporären Trefferpunkte, wenn der Kampfrausch endet, können wir, glaube ich, auch wegmachen. Wobei das halt von Kampf zu Kampf helfen würde, aber sie hat eh immer ziemlich gute HP. Wait, what? Warum haben wir eine fucking schwere Truhe eingepackt? Und seit wann haben wir die dabei? Oh shit. Oh shit. Ah, Kacke. So, reicht mir. Coin and time most fortuitously spent. So richtig viel hast du nicht zu bieten hier. Okay, kann hier hinter die das kommen? Das wird nicht cool sein. Wir können hier noch nach oben gehen. Arg dunkel in eurem Shit. Den hier oben ab. Aua? Trockene Zunge, ausgehöhlte Kehle, kann kaum schlucken, das Atmen schmerzt. Wenn ich da reingehe, explodiert's. Das ist ja eklig. Da wäre eine Vorwarnung cool gewesen. Ich dachte mir, hey, ich darf hier lang, aber anscheinend darf ich das nicht. Wer macht denn sowas? Your esteemedness returns. Oh, joyous hour. Bist nicht so wahnsinnig hilfreich, was das da oben angeht. Sind wir mal ehrlich. Da wäre wahrscheinlich ein magisches Entschärfen besser gewesen. Oder irgendein Moment, hier hinten, wo wir hin können sein. Oder auch nicht. Kann man doch safe hin. Ich kriege einen Platz. Ich kriege einen Platz, sagt mir überall. Hier darf ich vielleicht doch da hinten nicht hin. Wo es hier so aussieht mit dem Gebuddel und so. Dass man da hin soll. Also das Gebäude gibt mir noch ein bisschen Rätsel auf. Can't give up now. Das Gebäude gibt mir noch ein bisschen Rätsel auf. Hallo, wer bist denn du? Speak thrice the phrase correctly and lucky you'll forever be.
Okay, great. Scarab, oh, damn it! Can't you see I'm trying to concentrate? Scarab, sap, scarab's cap. Oh, this is gonna be harder than I thought. Ah, wie gut. Moment, da ist ein Wegpunkt. Den haben wir schon mal aktiviert. So, dann wollen wir, glaube ich, hier nach da weiter. What are you staring at, pal? You dropping eaves? Ich spreche euch an, ich sage hallo. Bei dir? Bist du netter? Stay skeptical out there, pal. Not enough in this city do, especially with that gazette rag in circulation. Kann ich verstehen. Oh, Tindrin habe ich noch an, ja. Hallo, Malta. It was another day in the city of lies, Baldur's Gate, where the people begged for justice until they starved. What the fuck? Two heroes were fated to cross paths that day. Their eyes met. Destiny was calling. Und sie antworten beide. Strangers, only in a fool's definition of the word, was the start of something incredible. Two heroes on the hunt for justice. No matter the cost, all the tall one had to do was say yes. Ja, dann sag ich mal ja. Ja, tun wir uns zusammen. The tall one had failed the first test. They lacked caution. The cat could have just as easily been a foe as a potential friend. Perhaps it was simply not meant to be. Oh, jetzt macht er nichts mit mir. Upon their return, the cat couldn't help but wonder whether the tall one had finally decided how their die would be cast. Okay, wir wissen noch nichts, was wir ihm sagen können. Das ist ja awesome. A long road ahead. Ah, awesome. So, Florgrad Park. Wir wollen hier aber nach Norden eigentlich. Und da dann. Ihr unterhaltet euch irgendwie über Romane? I really enjoyed our book this month. Dusk's Dark Desires. Highly recommend it. Buchclub. Hang on, don't distract me. I've been waiting a bloody month to talk about this book. Hello, seid ihr Nerds. Oh, hello there. Feel free to listen in, but only members may participate in discussion. Hello, seid ihr Nerds. What did we think of the story's ending? There's figures hiding in the foliage. Might be a trap. Nachtklingen. Wer fightet denn jetzt alles mit? The subtle approach. Kann ich einen hinterhältigen Angriff machen? Kann ich. Outmaneuver them. Was macht ihr denn da? Aura des Mordes. Todeshaupt der Spalsplauder. Sag mir nicht, wie das wieder Eugene Kenridge das Ziel war. Finsterer Kapuzenmann. Ich sag, Eugene Kenridge sollte ich gerade retten. Habe ich nur so ein Bauchgefühl. Hier geblieben. Betäubender Schlag. Unaufhaltsam 2 auf 1. Okay. Was das bedeutet? Ja, es ist wieder jemand gestorben, ne? Ich muss es eigentlich mal verhindern. Oh, wow. Ich kann auch noch unsichtbar werden. Ich wusste nicht mehr genau, wie das Ziel ist.
Look what? One day I'll catch a break. Ich dachte, ich habe hier voll die gute Position. Oh, da ist ja noch jemand. Voll die gute Position, aber anscheinend nicht. Anscheinend nicht. Massenwundenheim brauche ich, glaube ich, gerade nicht. Lenkendes Geschoss. Strike hard, strike fast. Crit. Für 24. Wait, what? Das ist gerade das Maximum von dem Ding. Unfall zum 12, Unfall zum 1 geändert. Was das bedeutet. Aua, hört auf, mein Astarion zu knüppeln. Keep out of this, Captain. Do not forget who you serve. What? Of course, I just thought you might need assistance. You feel an all too familiar squirm in the recesses of your mind. The fist has a tadpole, but something's off. Not I. We. And we. Do not serve. Defective. Very well. Another offering to Baal. No, fuck. Wait. Wo kommst du denn her? Du warst doch gerade noch gar nicht. Du bist halt jetzt mit dem Zauber. Was soll das denn? Du warst doch gerade noch gar nicht hier. Ey, Double Attack und dann noch betäubt. Ist ein bisschen eklig. Vor allem wirst du voll komplett verknüppelt. Das machen wir wieder an. So, dann bist du nämlich schon mal zumindest von ihr weg. Das, ich müsste jetzt halt auch das Hadar-Ding ändern. Boah, ich habe eigentlich wenig Lust drauf. Ihr könnt ja aufhören, auf Astarion einzuprügeln. Meine Fresse. Hüpf. Und ja. Anlaufen. Unfalls genau eins. Wow. Die resistent gegen eine Krone Schad. Hätte ich eigentlich nachgucken sollen vorher. Wäre smart gewesen, wa? Das wäre sehr smart gewesen. So. 6 bis 15. Wir könnten hier unten aber. Können wir sehr weit laufen für irgendeine Bewegungsrate. Können wir uns nicht hier vorne hinstellen? Um von oben dann hier einen Angriff hinzumachen? Darf nicht. Was? Darf nicht gegen das Team ein Nachteil sein. Dann mach mal sengender Strahl. Anderen können wir eh nicht treffen. Wir hauen dich einfach raus. Okay. Der war meint denn. Er ist verängstigt. Alter, wird. Wird unsere Dingens-Tante gerade. Holy shit. Müssen wir sie auch mal hier verprügeln. So, sehr schön. Viertes Heiligtum. Ein tropischer Schutz. Aha. Du kannst, glaube ich, eh nicht da rauslaufen aus dem großen Gebiet. Würde ich mal so sagen. Sie ist ganz am Ende dran, ne? Hm.
alle drei. Und die sind nämlich noch extra verängstigt. Ich kann halt gar nicht runter schießen, ne? Den da oben wird ja wohl Astarion jetzt hinkriegen, wir hatten noch einen HP. Aura des Mondes. Hey! Was? Rennungshof gelungen, Hunger von Hadar, okay. Du spurtest jetzt da hoch. Oh ja, jetzt fehlt der andere Dude noch. In schwieriges Gelände. Und du bist am Berechnen, wo du hinläufst, anscheinend. Ja, wer hätte das beenden sollen? Oh, Massenwunder, dankeschön. Das hilft. Bleib doch nicht da drin. Okay, wir müssen den Hunger von Hadar beenden. Wenn wir als nächstes dran sind. Mit unserem Zaubermeister. Kann ich das nicht jetzt sogar beenden? Nee, kann ich anscheinend nicht. Eigentlich ist es jede Zeit zu enden. Okay, das ist auch platt. Oder darf ich jetzt hier hingehen und sagen, beend das? Nope, darf ich nicht. Darf ich nicht. Let's go. Wir verstecken uns mal hier oben. Das Gefühl, er könnte hier hochgehen, deswegen würde ich. Komme ich hier hoch? Ja, kann ich. Positionieren wir uns mal hier. Und heil und 3. Hm. Weniger als gedacht und damit ist das zu Ende auch. Ah, da ist er noch, immer noch. Du bleibst hier, würde ich sagen. So, wir beenden jetzt mal den Hunger von Hadar. Aber ich glaube, er steht immer noch genau hier. Quick! Must be quick! This mind is small. Fragile. Listen now! Das ist die, das Gehirn, das über sie spricht. Ihr blutet. Just a vessel. One of many. It will perish. We will survive. We are the power that links you all. Absolute will. Absolute power. Not much time left. This mind cannot bear us. Turns to liquid. Listen close. We learn. We grow. Okay. Loosen our clumsy bindings. Aid us. Necromancer dead. Changeling and tyrant remain at odds. Kill them. You have a place in my grand design. Mm-hmm. The brain can control anyone with a tadpole. That's concerning. Yep. What happened? Why do I taste copper? Oh. At least things have stayed interesting. Mörderischer Schnitt, das wäre ja wenn dann was für Astarion. Schlag zu und Bals Namen lesen. O Anhänger des vorzeitigen Todes, Zeit zu häuten, zu zerstückeln, uns bemerkbar zu machen. Der Schrecken darf nicht abverlaufen. Diese arroganten Abenteurer statuiert ein Exempel an ihn, reißt sie in Stücke. Ich sorge dafür, dass die nutzlosen Fäuste sich heraushalten. Und sollten Unschuldige wesentlich verstümmelt oder getötet werden, nun, dann sind das eben weitere Opfergaben für den allmächtigen Baal. Ja. Oh. Bloody hell! Who were that lot? And the captain, she's dead. Yeah. I'm sorry about that.
Noch ein ungewöhnlicher Schnitt. Das ist wieder was für Astarion und das ist was fürs Lager. Können wir irgendwann später mal verkaufen. Breathe deep and move. Regine Kendridge. There's something going on here. I don't like it. Careful. Du kannst doch mit Toten sprechen. Von Baal getötete oder von Baal-Kultisten getötete Menschen und anscheinend nicht mehr sprechen. Das ist ja ungünstig. Kannst du mit ihr sprechen? Nee. Das, sag mal, ist in eingeschränkter Nutzung mit Toten sprechen. Mörderischer Schnitt, Stichschaden, Stichschaden. Ihr macht einfach nochmal extra einen D4 Stichschaden. Achso, bei beidhändig, ne? Ja, zustandsbedingt. Das Waffe bewirkt sich ein, dass wir das Ziel mit 15 Treffpunkte oder weniger. Auch spannend. Okay, ich wollte aber eigentlich nur hier rumlaufen. Ich wollte gar nicht. Ich habe nur gesehen, dass hier eine Falle ist und dachte mir so, okay, Falle. Wir wollen jetzt auch Basic-Sachen nicht überall hinschleppen. Wir haben, glaube ich, erstmal genug. Da ist noch ein bisschen Balsam. Irgendwie wollen wir aber eigentlich hier oben hin. Ich bin ein bisschen irritiert. Ach, Astarion schleicht noch. Still alive. So that's progress. Deswegen ist er so langsam. Der hat das Überleben erfolgreich. Wuhu. Und endlich kann ich auch buddeln und stehe nicht mal nur komisch daneben, bis die Truhe erscheint. Schriftrolle Sonnenstrahlen. Blendender Lichtstrahl sind alle Kreaturen im Weg und blendet sie. Das ist natürlich ganz geil. So, hier oben hat es irgendwie gesagt, ist ein Heim für jeden arbeitenden Baldore. Werft eure Bürden ab. Oh, Heldenporträt von Gortash. Mann des Volkes, Beschützer des Tores, werft eure Bürden ab. Der Trauer euer Herz gefangen, vernebelt Wut euch den Verstand. Habt ihr je das Verlangen, alles aufzugeben, was euch im Leben zurückkommt? Diese Möglichkeit gibt es im Haus der Trauer. Wer sich von seinen Bürden befreit, wird neu geboren. Kommt zu uns und wir werden die beste Version aus euch erschaffen. Das ist, wie gesagt, weird. Hier will Gold rum. Wait. Der Gründer. Alderaan, the city's founder, gazes out to sea. Lalala, hier war nie was. Wer lässt denn halt auch Weihrauch hier rumstehen, ey? Meine Jüde, das muss doch jemand aufräumen hier. Eindeutig sollte das jemand aufräumen. Ich opfer mich mal, um hier den ganzen Dreck wegzuräumen, den Leute hier hingelegt haben, ja? Sehr gut. Mach ich. Bin ja ein guter Bürger. So. Werft eure Bürde ab, liegt auch hier unten. Die sind aber reingekommen, oder? Bin ich doof? Die sind mal reingekommen und darüber gelaufen. Oder vielleicht erst mal mit den Leuten reden sollen. Aber wir wollen eigentlich irgendwo so in die Richtung mehr laufen, glaube ich. Ist natürlich jetzt niemand mehr in dem Park. Den hat es natürlich jetzt komplett entschärft. Alright. What now? Oh, ein Herbstkokos. Still breathing, despite everything. Haben wir eigentlich irgendein aktives Elixier? Wir sind aber auch fast out of Dingensbums. Eingeschützter Baum. Wir haben keine kurzen Rasten mehr, meine ich damit natürlich. Out of kurze Rasten. Es sind noch jede Menge eingestürzte Bäume, wo man quasi Sachen finden könnte. In Wimmelpilz. Es sind noch ein paar
Meergras. Wo ich denn hier so hin? Was ist das ja eigentlich für Wasser? Sumpfgras. Yum, yum, yum. Erstmal einen smoken. Muss ich immer an Gothic denken. Es ist einfach eine gute Hommage. Okay. Weird, dass ich hier komplett bis hinlaufen kann. Belladonna. Ah. Deswegen kann ich da bis hinlaufen. Schriftrolle, Todeswolke und ein Zirkel. Inzwischen gibt es da echt ordentlich Kohle drin in den Sachen, ne? Kann ich da rüber hüpfen? Kann auf jeden Fall drauf hüpfen. Nee. Was läufst du sonst wohin? Hopp. Und hopp. Die läuft jetzt alle, beide, alle außen rum oder was? Nee, läuft auch da lang. Okay. Nicht, dass sie wieder irgendwas triggert, was ich noch nicht triggern wollte. Baldur's Tor. Hier ist wieder Stahlwache. Wir haben ein neues Dingens. Hm. Wir müssen nämlich irgendwie in die Oberstadt, kann das sein? Noch Briefkasten. Heißt man wieder bei einem Brieflieferdienst? Oi, you! Get in the bloody queue! Welche Schlange? Literally niemand steht hier. How long do you think Master Pennygood expects us to wait? I'm bored already. Vitrine? Doppeltür? Hier scheint es Leuten nicht so gut zu gehen. It's unusual for prey to supply the tools of its own butchery. Razors, scissors, nail files. So many cuts one couldn't make. And yet, such a fleeting window. But then, who am I to deny the auspices of destiny? Können wir den unterbrechen? For we are dass er nicht noch den Cut machen kann? Master Figaro, you have the delicious honor of being my crowning achievement. Your body is my ultimate gift to my lord, Baal. Together, we shall transcend. Können wir den unterbrechen? Please? Halt dich in den Schatten, während der Zwerg abgelenkt ist. Wir haben Vorteil sogar. Reicht das mit unserem. Ja, doch, mit dem schon. Gerade so, aber nur. You see, face maker is a bold title to give oneself, Master Figaro. Especially when one's face can be unmade so easily. Was? Ich wollte unterbrechen! Oh nein. Das ist doch jetzt dumm. Der ist doch schon wieder weg. Der ist doch schon. Ey, ich höre gleich mit dem Spiel auf, ehrlich. Es gibt in dem dritten Kapitel einfach so viele falsche Optionen. Wenn ich mich hinten halten will, will ich doch natürlich nicht ihn einfach zustechen lassen. What the fuck? Ich will Leute retten und sie nicht alle einfach ab. Das ist so frustrierend. Es ergibt keinen Sinn. Dann ist er jetzt sowieso weg, obwohl ich es geschafft habe.
Der Zwerg ist... Nee, hier steht er. Oh, wenigstens das, aber... Hey. Darf ich mit nachdenken, dass diese mal ein bisschen Nahkämpfer vorübergehend feindlich gesinnt bedroht? Sox. Warum? Warum bin ich mit nachdenken, dass diese hier? Weil ich blind bin. Ach, na gut, dann gehe ich halt erstmal raus, dann bin ich nicht mehr blind. Keep guessing. Another witness to my sentence. Nom, 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 nom. Wieder blind. Ah, die machen das mit dem blind. Ist die blind? Die ist blind. Hierhin kann sie aber gehen, um nicht blind zu sein. Das Bärenherz anzumachen und ihm eine überzuziehen. Und ihm einfach noch eine überzuziehen. Doppelcrit. Finde ich gut. Still breathing, despite everything. Wir wären wahrscheinlich nicht zu weit entfernt. Ja, wir sind halt blind, ne? Wenn ich hier aber laufe. Ich darf laufen, ne? Ich darf in die Richtung laufen. Wichtiger Punkt, glaube ich. So, ist man nicht mehr blind. Aber ich darf mich nicht hier durch teleportieren, ich darf mich nur dahin teleportieren, wo ich Sicht habe. Schlecht. Weg ist unterbrochen. Ach, dammit. Ach, dammit! Ich kann es halt nicht sehen, das Ziel. Ich kann das Ziel nicht sehen. No! Bin in völlig falsche Richtung gelaufen. Ich muss mich hier hinstellen, glaube ich. Bin ich jetzt noch blind? Nee, bin ich nicht. Darf ich jetzt hier? Den darf ich. Mach mal wenigstens auf den. Ordentlichen Damage. Leistender Schaden, let's go. What? Du kannst sagen, es sind noch beide drin. Kann ich den hier hincasten? Kann ich. Ach so, wenn ich laufe. Muss er wieder zurücklaufen? Hey! Ich bin nicht auf Abstand. Damit ich die beiden gefesselt habe, sozusagen. Der mit. Aber ich kann den noch bedrohen im Nahkampf. Haha! Aua! 45? Kann der sich heilen? What the fuck? 45 Heilung ist ein bisschen viel. Bin ich mal ehrlich. Zwei. Na, wieder ein HP, ne? Das ist ein bisschen das Problem. Ich wollte ihn jetzt eigentlich mal schnell killen. Müsste ich mit ihr jetzt hinlaufen, mit ihrem AOE-Ding. Aua! Tja. Ich will dich weg haben von mir. So, jetzt, come on.
Come on! Geh doch. Das heißt, wir haben ihn jetzt und du hast noch eine Bonusaktion. Das heißt, du müsstest noch einen Trank trinken können. Jetzt. Damit es dir deutlich besser geht. Was deine HP angeht. So, mach ich jetzt den zuerst. Ich glaube, die ist die gefährlichere. Wir nehmen einfach Spurten und spurten euch alle durch. Zack. 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 Joa. Hört sich, glaube ich, gut an. Dann hauen wir dich noch ein bisschen. Batz! Nope, schieb mich mal nicht weg. Und du schießt doch nicht auf mich. So. Jetzt laufen wir hier rum. Und machen dir noch einen fiesen, hinterhältigen Angriff hinten rein. Und dann noch einen Dolch in den Rücken. Der macht echt nicht viel. Sind wir ehrlich. Wärst mal nicht weggelaufen. Du hast mal erstmal den komischen Dude, der dir die Morde gemacht hat, gedingenst. Weg von mit dir, von meinem Hauptcharakter. This could be fire, baby. This could be fire, baby, sagt sie. Gut, dann hauen wir dir noch eine rüber. Dann sprinten wir zurück. Und nehmen noch so ein Ding. So, jetzt müssen wir eigentlich wieder spurten. So. Jetzt sie wieder aktivieren? Ah, ne. Kann ich nicht. Hätte man gar nicht spurten müssen. Hätte man nur zuhauen müssen. Und dann nochmal rüberlaufen. Nope. Nope. So, den hat's auch zerlegt, ne? Das heißt, wir können jetzt keinen hinterhältigen Angriff auf den uns machen? Warum kann ich genügend Bewegungsrate? Warum darf ich das ja nicht machen? Kann nur einmal pro Zug verwendet werden. Hab ich doch noch gar nicht. Ich bin verwirrt. Beide auf einer Runde. Mensch, Astarion. Guter Mann. Was next? Is that blood? No, never mind. Time to press ahead. So, jetzt haben wir. Ne, ich rette Orins Opfer. Orin hat Halsen entführt. Achso, das ist nicht. Untersuche die Morde. Wir haben eine Mordserie gestoppt, indem wir den Mörder getötet haben. Einen Zwerg namens Dolor. Wir sollten eine Leiche nach Hinweisen durchsuchen, die wir Ballistenkult finden können. Cora Hochwehr wurde von einem Ballistenserienmörder getötet. Das war ein Hinterverkleidung. Aber der nächste auf der Liste ist von Zieren ist Figaro Fagerleld. Wir müssen ihn aufsuchen. Ja, der ist tot. I'm ready. Aber wir können hier mit einer Leiche reden. Corpse seems willing to speak, but not to killer. Hat echt sie das gekillt? Muss ich mir die mal kurz hier rüber mopsen? No one stopped me yet. Your boss is me now. Master Figaro said so. Ich darf es aber nicht benutzen. Ich darf es nicht benutzen. Jetzt haben sie alle schon gepatcht. Du kannst es nicht mehr einfach auf alle machen. Wie es scheint. Lange du das Amulett getragen hast, ein Sprung auf den Flug. Ach ja, genau. Ja. Gut, dann können wir nicht mit ihm reden. Dann reden wir halt erstmal mit ihm. The corpse regards you lifelessly. Was habt ihr gemacht? Disturbance. Investigated. Hm.
Wer hat euch getötet? Dolo. Mhm. Warum wurde ihr getötet? Wahrscheinlich, weil sie genau den Serienmörder unterbrochen hat. Serial Killer. He wanted Figaro's hand for tribunal of war. Hm. Was ist der Zweck dieses Tribunals? Wo findet das Tribunal statt? Candle Hallows. Tombstone. Das weiß ich sogar. Password. Sicario. Woher weißt du das? Was ist der Zweck dieses Tribunals? Dammit! Das war die letzte Frage, glaube ich. The spell's power wanes. You can ask no more questions. Dammit. All's well that ends. Yeah, not as bad as it could have. Actually dead. Surely you have to know that's not appropriate. No, your boss is me. Das ist wieder was für Astarion und das ist auch was für Astarion. Und Dimensions zu besch- Oh, what? Das ist für mich. Leichte Rüstung 12. Weiß nicht, ob das für Astarion noch Scharlachrot. Das ist ein Bonus auf plus 1 auf Heimlichkeit zu eurer Rüstung. Das ist für Astarion. Starkes lebendes Gift. Trank des Schlafs. Wenn ihr Schaden leidet oder Hilfe erhältst. Ölige Flüssigkeit. Lesen. Das ist wahllos auf zerrissene blutverschmierte Seiten mit dem Titel Klagelied des unheiligen Assassinen geschrieben. Unter Kandula Hallos Gräbern heute liegt ein Pfad zur Mörderbeute. Wenn hinab ihr wollt gehen, müsst Schalter hinter Rahmen ihr sehen. Sicarius die Tür behören von Todgeweihten, die sie stören. Kanduvalos Craven. Seid ihr entschlossen, seid ihr verbissen, zeigt die Trophäe vom Arme gerissen. Als Opfer für den Herrn geplant, zeigt dem Todesritter die blutige Hand. Ein Blutfleck für das letzte Wort des Gedichts, okay. A path race, Sicarius, and a location. We should find this camp. Neueste. Wollte eigentlich das aufmachen. Oh. Wir haben da ein paar Hände gefunden. Zwischen zum Grabsteinladen. Ein mörderisches Meisterwerk. Vorletzter Bericht. Es ist eine Ehre und ein Privileg, diesen Bruder in Bahn Aktion zu erleben. Die Vorbereitung seines letzten krönenden Mordes ist so genial wie penibel. Nach dem unausweichlichen Höhepunkt schließe ich mich freudend dem Mordtribunal an, um Dolo zum unheiligen Assassinen zu ernennen. Aha. Light on my feet. Wir sind ja nicht beobachtet, ne? Schüttel zu Figaros Tresor. Trauergewand in Purpur. Gewand der Engelsnachfahren. Elegante Robe, die sehen schick aus. Nehmen wir mal nicht mit, aber wir schicken, denken die an. So, was mit einem Panzerhandschuh? Was nichts wirklich Spannendes dabei. Euch darf ich aber looten. Ohne Repercussions. So, wir machen erstmal kurz hier zu. Vitrine. Nö, nix drin. Vitrine und nix drin. Und eine Perlenkette. Bestickter Hut, Zauberrobe, Hut mit breiter Krempe. Hm. Hier waren noch ein paar an der Ecke, ne? What's inside? Boy. Pfeil der Durchbohrung. Bewirkt der Kreatur direkt hinter dem ersten Ziel den halben Schaden. Hm. Astarion. Du triffst, glaube ich, ganz gut mit Bögen. Und Pfeil der Säure. Astarion. Blende Truhe. Ja. Ja. Nehme ich mal. Hallo. Wir konnten leider nicht ganz verhindern, dass euer Meister gestorben ist. Hä? I'm afraid Master Figaro has passed. I am happy to help you with all your fashion needs, however.
Was ist mit ihm passiert? Murder. Murder most ugly. Now, can I interest you in any clothes? Zeigt, was ihr anzubieten habt. Okay, jetzt wieder Färbemittel, Kastanienbraun, Kobalt, sündiges Rot auf Knochenweiß, die Mitte Zitrone flechten und Klamotten, tief ausgeschnittene Klamotten offensichtlicherweise, anarchisch blaues Gewand und ein paar andere Sachen. Wie wär's denn, wenn wir dir das hier geben, so ein bisschen, die Weihrauchmüll. Und wir haben hier noch eine Perlenkette gefunden, die du bestimmt haben willst. Ja, bestimmt. Hört sich gut an. Müssen wir wieder Gold auslagern, glaube ich. Look good and walk well, friend. It's what Master... I'm afraid in the case of Master Figaro's death, the entire shop was to be entrusted to my esteemed colleague. So, if you've any fashion needs. Das ist ja praktisch, dass da jemand geerbt hat. Nee, von der Vitrine. Oh, hier geht's auch noch hoch. Wo konnte ich mich versteckt da? Okay, will ich nicht. Wo geht's denn hier noch hoch? Astarion, time for your way. Schlossknacken. Crooked touch. So an sich, ja, das schaffen wir ja wohl mit so viel Bonus. Ja, ganz entspannt mit 32 Würfel. Aber ich hätte einfach einen Schlüssel gehabt, oder? Ich kann nicht komplett blöd bin. Der offene Osten. Moment, brauche ich hier irgendwie Licht? Warum ist es hier so dunkel? Okay. Bisschen buggy ist es. Offensichtlicherweise. Bisschen buggy ist es offensichtlicherweise. Oh, noch eine opulente Truhe. Ja, guck mal eine an. Wer gestorben ist, braucht ja hier nichts mehr behalten, oder? Mich ist wenig schlicht damit. Er hat irgendwelche komischen Geschichtsbücher. Oh, halt. Schließfach. Im Schließfach ist nichts. Okay. Das wundert mich. Was ist ja nicht so viel Stein? Hier ist eine Affe Reisetruhe. Oh, das bin ich. Das sind Würfel. Und irgendeine goldene Tante da. Dass einfach nichts drin ist. Ist ein bisschen blöd. Okay, aber wir sind hier nicht beim Postamt. Okay, stay away from the gate. Ich wollte eigentlich mit euch reden. Guard is busy with their patrol and has no time for idle chatter. Okay. Deswegen bin ich überhaupt so zum Dingens gegangen. Holzfass? Wait, hier ist ein Händler. Zeitungsverkäufer Jonah. You want a copy of this rag? Gold. Make it quick. Wow. My stupid dad makes me sell these shite rags. Hey, look. If you want one, it's gold. Kann ich ihn begeistern, was anderes zu machen? Yeah. The best one in town. Also the only one in town. You want a copy? Gold. Ah, Baldurs Ohr. Baldur's Mouth Gazette.
When the mouth barks, the fist bites. I forget the real slogan, but you get the idea. Now, buy a copy or leave. Ja. So, you're still standing here, why? Nee, ich will keine Ausgabe davon haben, danke. Wer bist du denn? Was geht denn hier ab? This city has been in a downward spiral for too long. Only the soft-hearted and the street vermin dare to deny it. Okay, ihr seid einfach nur unzufrieden. Was ist hier für ein Haus? Hier wird trainiert. Hallo Fick. Oi! Stop a moment! Was geht denn hier ab? Right. You look harmless enough. The commander keeps an open house. So okay. You may pass. Wer ist die Kommandantin? That's secret. And anyway, she's away, so Ryan's in charge. So be nice to Ryan, or I'll kick you out. Hier ist noch mehr Briefkästen. Eleritians raus. Moment. Will ich nicht schon? Wahrnehmung fehlgeschlagen. Hallo? If you hear about the vines, I've cleared them off the neighboring houses already. Nö, das bringt mich gar nicht. Can't promise it'll be the last time. The druid's away for a while. I'm just her son. And apprentice too, for my sins. Für deine Sünden? Warum will eine Druidin... Was? Warum will eine Druidin hier das Haus schon wieder in der Stadt? Was ist das für eine Übersetzung? Was will eine Druidin hier, oder? Wer ist eure Mutter? Oh, I took you for a friend of hers. Die Druidin Jahira? The Druid. Ah, lol. Wir reisen sogar zusammen. What? You know where my mom is? Tell Ryan, quickly. Müssen mal kurz wieder austauschen. Und Jahira reinholen. Die ist noch sogar da. Das heißt, wir schmeißen mal wahrscheinlich Astarion raus, oder? Für dieses Gespräch. Need something? Bleibt mal im Lager, bleibt einfach hier. Das passt schon. So, Jahira, wir brauchen dich mal in der Party. Ich glaube, zum allerersten Mal, seitdem wir dich kennen. Komm mal ran. Yes? Komm mit mir. As you wish. So, es müssen dir, glaube ich, zig Stufenaufstiege geben, damit du auch wirklich nützlich bist. Sonst passieren Dinge. Zirkel des Landes. Ja, ich weiß, lass mal einfach so, wie es ist, oder? Tiergestalt, du kannst Aktionen annehmen, es sind zwei Verwandlungen pro kurze Rast möglich. Tiergestalt. Mächtige Magie an, welche durch die Erde fließen, alle lebenden Dinge dann verbindet. Zaubertricks. Göttliche Führung, Flamme erzeugen Resistenz. Nehmen wir mal das. Ja, und das kann, glaube ich, auch erstmal so bleiben. Haben jetzt irgendwie 10 Level-Ups vor uns. Ich weiß nicht, ob es eine automatische Zuordnung gibt, gerade bei den Passivwert erhalten Zirkel des Landes. Das ist zwei immer vorbereitete Zauber. Spiegelbild und Nebelschritt. Personen festhalten Dornwuchs. Verschwimmen und Stille. Entenhaut und Personen festhalten. Unsichtbarkeit und spurloses Gehen. Spiegelbild und Dornwuchs. Melfsäurefall und Dunkelheit. Spinnennetz und Nebelschritt. Ich mag Küste, Spiegelbilder und Nebelschritt. So, es könnte natürlich Stufe 2 Zauber verbreiten. Das ist, glaube ich, schwache Genesung ganz automatisch genommen. Verstricken. Woodberry. Person festhalten, Flammen der Sphäre. Dornwuchs. Das halbiert. Kreaturen sich durch diese dünnen Bewegungen dein Zelt aktiv einfach zurückgelegt haben. Windstoß, Mondstrahl nehme ich ganz gerne. Auch wenn nicht der Zirkel des Mondes, sondern der Zirkel des Landes. So, was ist das jetzt? Tiergestalt, Tiefenrottee. Im Gestalt des Tiefenrottee an, die tanzen Lichter wirkt und auch wenn Gegner zustürmt. Das Tiefenrottee hat eine Anfangswürfe von 23 Trefferpunkte.
Okay, wir können noch einen Zaubertrick lernen. Gift versprühen. Zauber vorbereiten. Wir haben noch Stufe 2 Zauber. Talent. Keine Ahnung, was für Talente sie hat. Kampferprobte Zauberwirker. Kannst eine Reaktion verwenden, um den Schockgriff auf eine Kreatur zu wirken, die sich außer Nahkampfreichweite bewegt. Ich kann sie aber auch. Ja. Kampferprobe Zauberwirker. Wenn sie schon vor uns abhauen. So, wilder Schlag. Deine Waffen müssen Schlag in Tiergestalt, kannst du einen zusätzlichen Angriff ausführen. Stufe 3, Zirkel des Landes. Unterreich, gasförmige Gestalt, stinkende Wolke, Vampirgriff. Blitze herbeirufen, Flug. Tageslichten Hass, Blitze herbeirufen, Pflanzenwachstum. Blitze energiebündisierende Muster, Schneesturm und Blitze herbeirufen. Nehmen, glaube ich, wieder Küste. Dann kann sie hier nämlich langsam auf Heals gehen. Braucht man das eigentlich wahrscheinlich nicht mehr. Wenn sie Blitze herbeirufen kann. Pflanzenwachstum. Das Bodenspiel reicher Stick. Die Bewegungsrate von Kreaturen im Bereich ist um ein Viertel reduziert. Todstellen, Schutz für Energie. Wobei, das können wir wahrscheinlich trotzdem so lassen erstmal. Tageslicht weiß ich nicht. Tageslicht ist aber wirklich nicht so eine. Schutz für Energie ist schon geiler. Unterklassenmerkmale zu bekommen. Sicherer Schritt, schwieriges Gelände. Du bist ein Wildnis geworden, schwieriges Gelände verlangsamt dich nicht mehr. Tiergestalt Panther, Tiergestalt Eulenbär. So, lassen wir, glaube ich, einfach so. Stufe 4 Zauber, Zirkel des Landes. Schwaches Elementar beschwören und Eissturm wirken. Bewegungsfreiheit und Verwirrung. Plage und Feuerwand. Schlingranke, Gras, linksfreie Verwandlung, Steinhaut und Tier beherrschen, Lage und Schlingenranke, Unterreich, mächtige Unsichtbarkeit und Tier beherrschen. Steinhaut und Tier beherrschen, sehe ich mich hier. Ich mag Hiebstich und Wunder durch einen halben Schaden erleidet. Tier beherrscht, Zauber vorbereiten. Jetzt haben wir automatisch Schlingranke vorbereitet, die Kreaturen zu sich hinziehen kann. Waldkreatur beschwören. Triade, um deine Seite zu kämpfen. Sie kann Naturschutz einsetzen, Gegner verstricken und eine Wald weit beschwören. Ein schwacher Elementar, der an deiner Seite kämpft. Eissturm, Feuerwand. Wie ihr zu nahe kommt. Eissturm finde ich eigentlich ganz geil. Schwöre 4 magische Bären in dein Inventar oder das eines Begleiters. Kreaturen, die ein Bär essen, gewinnen 1 bis 4 Trefferpunkte zurück. Da werde ich, glaube ich, lieber das normale Wundenheilen nehmen. Beziehungsweise Heilen des Wortes ist, glaube ich, besser. Auch wenn es ein bisschen weniger macht, aber es ist halt eine Bonusaktion. So, Verwandlung. Wandelt eine Kreatur in ein harmloses Schaf. Könnte auch echt gut sein. Neues Talent verfügbar. Attributsverbesserung. Achso, wir sollten Weisheit hochmachen, ne? Wo kriegt man denn Weisheit her? Defensive Dolant, Stürmer, Athlet, Wachsam, Schauspieler, Charisma, Attributsverbesserung, Gewölbeforscher, widerstandsfähig. Elementarer Adept, Konstitution, 3 Glückspunkte, Magiertöter, Magiernovize, Meister der mittelschweren Rüstung, Meister der Kampfkunst, leichtfüßig. Wenn ähnliches schwieriges Gelände behindert, deine Stärke, Unterhalter, Charisma. Bonusaktion belastbar, Attributswert, du bist außerdem in Rettungswürfen dieses Attributs geübt. Dann können wir Weisheitsrettungswürfe nehmen. Dann ist Weisheit 18. Jetzt hat sie Stufe 5 Zauber. Kältekegel und Ansteckung wirken. Beschwören, vollständige Genesung wirken.
ist eine vollständige Genesung. Berühre eine Kreatur, um sie von Flüchen zu stimmen, zaubert, versteinert und betäubt zu befreien. Elementarfe, biege die Barriere zwischen den Elementen, bis sie einen Elementarverbündeten aussperren, der dir folgt und für dich kämpft. Steinwand, Insektenplage. Wald ist ein Heal, Massenwunden heilen. Und gleichzeitig Anstrengung, wirft ein Ziel, füge möglicherweise eine Krankheit einer Wahl zu, bis zu lang rast. Stets vorbereitet, Grasland, Gebirge, Steinwand und Elementarbeschwörung. Die Steinwand macht halt wirklich richtig einen massiven nicht-magischen Stein. Das heißt, der Kurs ist auch nicht so einfach drumherum. Sicht und Laufen ist da, glaube ich, blockiert. Wir hatten noch, achso, nicht Gebirge, irgendwie geiler mit dem Elementarbeschwören. Unterreich, Ansteckung und Todeswolke. Giftschaden pro Zug zufügt, du kannst die Position der Wolke in jedem Zug ändern. Sumpf, Insektenklage, Ansteckung. Glaube ich, bin beim Beschwören hier eher. Stufe 5. Bei Stufe 3 echt nicht begeistert von dem, was sie da hat, ne? Person festhalten. Schwache Genesung kann man, glaube ich, rausnehmen. Aber wir hätten hier eine Bindung der Ebenen. Ziel auf ein anderes für die Kreatur und verbinde ihr Bewusstsein mit deinem. Sie folgt dir und kämpft als dein Verbündeter. Auf eine anderweltliche Kreatur. Ich bin beim Massenwunden heilen. Und echt viele. Moment, warum hat die Waldweide jetzt auch noch? Die wollte ich gar nicht haben. Bindung der Ebene wäre aber schon gut für den Fall, dass wir mal eine anderweltliche Kreatur haben. Ansonsten. Nee, das Modus des Gen ist das? Ich dachte, das wären die Spiegelbilder. Upsi. Ja. Tieren sprechen, Nebelwolke. Nebelwolke ist auch später noch nützlich. Einfach nur, weil es sich nimmt auf Gegner. Und man sich dann frei bewegen kann. Was haben wir jetzt bekommen? Besser der wilde Schlag. Tiergestell kannst du zwei zusätzliche Angriffe machen. Unterklassenmerkmal, Schutz der Natur. Du kannst von Elementen und Feen weder bezaubert noch verängstigt werden. Auch Krankheiten und Gifte wirken nicht auf dich. Nice. Dilophosaurier. Das korrosive Speich, die Rüstung seines Ziels setzen kann. Okay. Ja, Flammerzeug will ich nicht haben. Zauber vorbereiten, haben wir gerade drüber geguckt. So, speichern wir das ganze Quatsch mal. Und Lager verlassen. Still breathing, despite everything. Warum auch immer man oben spawnt. What a surprise. Oh, Mahler's mark in ambush. Are we quite sure she hasn't actually died this time, brother? Oh, shit. She looks dead. Das ist nicht die Tochter. Smells it too. Ooh. It has been a hard road. But I can clip you both around the ear to prove I am no ghost. If it would help. Forgive us, Mother. We're just surprised you still know how to find your way home. Wow. Hier ist aber viel Spannung in der Luft. Schönes Zuhause. Ich dachte, hier würde in einer Höhle leben. Alleine. You know Mother dear well already. Ryan. Ascending spell can carry 25 words. Do you know how many Jahira's only message contained in all this time she's been away? 7. Traf hübschen Helden in Schattenlanden. Schattenlande ist doch nur ein Wort. Das hört sich nach meinem an. If you are trying to help me, please stop. The message went, I'm sorry, you know what to do. So why haven't you done it? You were supposed to get the young ones out of the city. And you were supposed to be dead. That's what your oh-so-stoic message meant, yes? Yet here you are. So, what happened out there? I got my skin saved by this one.
We've come to take the fight to the cult. Which is exactly why you all cannot be here. Why? You plan on winning, don't you? You're the one who saved us. Ja, you do. Are we all doomed? Wissen wir nicht. Könnte sein. Der Kult ist mächtig, es wird kein leichter Kampf. So fight. That's what all you heroes and harpers are for, isn't it? You? Mann, bist du... A very irritating girl. Uh-uh. This isn't your house, remember? You'll keep a civil tongue under our roof if we let you stay at all. Have mercy, sister. She's old, after all. Moment, aber ihr seid Schwester und Bruder? Old! Wait a second. Seems I'm outvoted. See, mother? That is how you go about talking things through with your family. Und warum hast du eine Schurkenrüstung an? If there's more to discuss, then bloody well come in and wipe your boots. Okay. Okay. No arguing. Just tell me you're well. I am well. And Minsk? We're working on it. You'll get it. I owe him a kicking for showing Fig how to throw hatchets. So, this cult. What's our plan? I'm not fool enough to think I can change your mind. But if you're staying, I don't want you taking up arms. There are other ways to fight. Really? Like what? Vor den Mauern sind Flüchtlinge, sie werden Schutz brauchen mit Heilern. Dieser Ort könnte als Krankenhaus dienen. Wenn ihr soweit kommt, dann greift zum Schwert. Vor den Mauern sind Flüchtlinge, sie werden Schutz brauchen. Krankenhaus. Das ist beides gut. Aber ich glaube, Krankenhaus ist wichtiger. A fair point. Though I'll leave the herb lore to Jord. I was always better at breaking bones than mending them. I remember. The very reason George had so many patients to hone his craft on. If I have to stay home and babysit, then it's your job to make sure there's still a home to look after. Ich versuch's. Take what you need, and we'll do the grand reunion when you come back for good. Aber du bist jetzt nicht sonderlich sympathisch, Rion. So, lovely as it is to have you back, Mother, go away. You have work to do. Aye, aye, Commander. Wait, one more thing. There are doppelgangers among the cult. Be on your guard. Huh. All right, then. If you turn up looking for hugs and kisses, I'll be sure to shoot first. That's my girl. Die Familie ist so kaputt, ey. Don't tell Mother. I take no responsibility for your plants. You know I'm more of a mushroom man. You've let my study turn into a thicket. Is this what I am hearing? I tended to it. I just let it thrive in its own independence. You know, same way you raised us. I raised you to be a sweet and kind boy. What happened? Oh, wow. Watched what you did instead of listening to what you said. This house has taken in a lot of children over the years. Mother dear was sometimes more commander than, well. Okay, es sind also nicht wirklich ihre Kinder. Vermute ich mal stark. In meinen Augen ist sie streng, aber gerecht. Ha! You see? This one is well trained. Wow. No need for you anymore. What? Boy. Oh, save your fangs for someone who thinks you might actually use them. I've only ever seen her truly angry once. We were down the market when I was about 9 years old. Some merchant started in with the usual. Yes, but where's your family? Whose son are you, really? When Mother was done with him, well, let's say he won't have any sons of his own to worry about. Nature's law in action. Oof, oof, oof. I'll tend the sanctuary till the real druid is ready to return. Make. Okay, wir haben also. Von dir können wir auch noch reden. Wer bist denn du? Jess Sam. A fine day
to you, sir. Are you known to this court? Leider nicht, aber ich bin erfreut, eure Bekanntschaft zu machen. Crude manners, but you speak well enough for a peasant. Jessam discovered an old family tree in my study. Oh. I haven't had a moment's peace since. Oh. Tetherian nobility. You might be royalty, Jahira. You don't want to be queen, of course. And Rion curses too much, so it would have to be me. Wow. Careful, girl. They have a habit of taking against tyrants there. Huh. I'm not a tyrant. If anyone calls me one, I'll have Fig chop their Wow. Head. Wow. That might be worth a look. Oh, hallo. Ich versende Sendungen. Ein kurzes Schreiben, das als professionelle Nachricht gekennzeichnet ist. Eine magische Wurzel schon bis zu 15 Würden dazu gedacht, den Empfänger überall zu finden. Das Exemplar wurde nie einem Kleriker zur Auslieferung überreicht. Nein, ich weiß nicht, was zu tun ist. Also kommt zurück und sagt es mir, sonst komme ich zu euch. Der Tod wird euch nicht schützen, Idiot. Aber wir können mal Jahira darauf ansprechen, was hier eigentlich abgeht. Yes. Aber habt ihr nicht von eurer Familie erzählt? Ja, 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 das hört sich gut an. I have given you much reason to think that Harpers hoard secrets like precious stones, but I promise you, this was not some intrigue. Just, plain and simple foolishness. As if by keeping clear of my family, I might keep them clear of the cult in turn. And if this fight were to go against us, well, they had already done their mourning. Why visit it on them twice? Jetzt ist zu spät. Jetzt haben wir Hallo gesagt. Ich verstehe, ich glaube, ich hätte dasselbe getan. Gebt es zu, er hatte nur Angst vor Rion. Habt ihr so wenig Vertrauen in unsere Siegeschancen? No, quite the opposite, in fact. I hoped to greet my family when all the fighting was done. I was wrong to think I could keep my children from this fight. They're Baldurian born and bred. The only damned reason I root myself in this place. This city is a cesspit. An open sewer of the soul that taints us with its filth and churns us out when all that is good has been stripped away. It also happens to be their home. And so it is mine. Ugh. That might be the first time I have said that out loud. Now, kind of cute. We had best get to saving it. Lest Rion turn her ire on us both. Ja. So, wir dürfen aber jetzt hier alles mitnehmen, hieß es, ne? Was wir finden. Nicht das Exemplar. Hast du nicht das Exemplar verschlucken? Im dritten Werk nicht das Exemplar verschlucken, auch wenn ihr gerade ein scharfes Curry genossen habt und meint, es könnte helfen. Professor Oliver Buschfeld mit Bündeteilung seiner Erfahrung bei der Katalogisierung der vielen Pflanzen und Pilzen da, denen er im verschmitzten Dämmerlicht des Fables begegnet ist, berichtet er, dass es an den Schwertküste so verbreitete Gewebemuster seine Herkunft im Fable hat, was dessen Neigung erklärt, auf Tore in der Nähe von Magiequellen zu sprießen. Okay. Okay. What the fuck? Hier sind wirklich nur Bücher drin. Sehr frech. Schlachtpläne. Was sind denn hier für Schlachtpläne? Altmodische Kampfmanöver auf die Augen zielen. Verzierung und Schwungvoll von Vorzeichen. Also Familie ergänzen, ja. Letzter Eindruck fällt auf, ein zorniges Gesicht in einem perfekten Kreis, das ruft auf die Augen zielen. Ein Schlüsselinstitut Elaratin-Residenz. Oh. Das ist der Hintereingang, okay. Falls man nicht Jahira hat und die das alles doof finden, transkribierte Sendungen. Tut mir leid, ihr wisst, was zu tun ist. Zwergentaxonomie. Ich eine vollständige Kategorisierung der Zwerge vor, von den Minzerfurchen, blassen arktischen Zwergen, über die braun gebrannten Goldzwerge von Großfurcht, die einst versklavten Durger, die großen gesägigen Schützwege und die im Unterreich hausenden Ulunio. Okay. Bad soil? Moment, was? Don't tell mother. Domovoi-Anrufung. Daraus schüppe ich mit einem Namen
Axigen. Offenbar wird einem gewissen Domo wohl ein Opfer dargebracht, eine Art Aschmar Hausgeist, der den glücklichen Jubilar mit Geschenken überschütten soll. Unterzeichnet ist nur mit M, seine Kleinzeichen des Nagetiers und offenbar der echten Fell verziert. Aber wir können Wermut mitnehmen. Okay. Ist sonst noch irgendwas Spannendes? Wahrscheinlich oben dann, ne? Juhu! Silberne Totenständer, den können wir verkaufen. Danke, Jahira. Schön, dass du sowas aufbewahrt hast für uns. Was Scheiß auf den Verstümmeln. Was zur Hölle. Der vergessene Wald. Das können wir lesen. Junges Kinderbild mit zahlreichen Tierfreunden, die einander helfen, einem furchteinflößenden Wald zu überleben. Wirst in dem Moment, in dem es so aussieht, als würde das Böse siegen, hat ein Kinderhand eine kriegskrimmel alte Elfenfrau gezeichnet, die ihn mit einem Stock auf den Kopf schlägt. Hier sind überall Efeu. Warum ist denn hier eben Efeu gewachsen im Haus? Was geht denn hier ab? Oh, hallo. Wer bist denn du? I hope you were hibernating, little cub. I can't think of another reason you wouldn't come down to say hello. Jahira! I didn't want to see if you were really dead. They said... Who said? Jord and Ryan. They didn't think I could hear. You little sneak thief. Well, they were wrong. Look! Not dead. Sie hat das Herz im richtigen Fleck. Had a few adventures. Like, fast tot. Sie wollte mich besser umbringen. Ich habe eine Pixie aus einer magischen Laterne befreit. Ganz schreckliche Person. Was? Ich habe eine Pixie aus einer magischen Laterne befreit? Ganz schreckliche Person. Ich habe an der Seite eines Kriegerengels gekämpft. Wir haben den Fluch gebrochen, der ein Jahrhundert auf den Turm des Mondausgangs gelegen hat. Ich habe mich... Ja, das mit dem Turm des Mondausgangs. Hört sich, glaube ich, gut an. Moonrise. Like the place from your stories, Jahira. The very same. We can give that one a happy ending after all. Now, cub. Solitude is a wonderful thing, but not too much. Come downstairs and fight with your sisters. Wait. Here. Wo kam das jetzt her? Keeping this safe. My Harper pin. Oh, was a certain little sneak thief playing down in my sanctuary? No. Natürlich nicht. This Harper pin opens more doors than most. Ich hab ne. Come down to my study. And see if you can figure it out. Okay. Ihr Studienzimmer. Sie schläft in der Hängematte? Jessams Tagebuch. Eine fantastisch ausgeführte Kristallin eines jungen Elfenmädchens auf einem Thron. Schwache Radierspuren weisen darauf hin, dass ihr die Krone bei jeder Wiederholung immer mehr Edelsteine und Verzierungen erhielt. Königin Jessam, die erste von Tethyr. Herrscherin über Tethyr nachschlagen. Ah ja. Ah ja, 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 ja. I see. Okay. Hier oben war jetzt wenig Spannendes, außer halt noch der Kleine. So, jetzt ist die Frage, wo ist denn... Wo ist denn das Studienzimmer? Written in code too, I'm afraid. I know. It's not a very good code. Ich darf doch hier Schloss knacken, oder? Das wird doch hier niemanden stören. Jetzt habe ich drei Varianten mit göttlicher Führung. Hat gepasst. Brief an Rion. Ein Brief mit dem Hafensieger. Rion, wir haben euch nichts mehr von den hohen Hafenen gehört, seit der Trupp versammelt hat und nach Osten aufgebrochen ist. Ihre Nachricht an euch ist zwar besorgniserregend, aber uns hat sie keiner die Nachricht zukommen lassen. Und ich kann nicht glauben, dass die Jahira, die wir kennen, nicht alles weitergeben würde, wenn sie wirklich glaubt, dass das Ende nahe ist. Mutter kommt sicher zurecht, die tut sie doch immer. Hadjusri, hohe Hafnerin der Mantelwaldgruppe. So, müssen wir mit dir nochmal reden, oder? Jetzt, wo wir Jahira dabei haben, haben wir ein bisschen dir vorbeigeschmuggelt. Commander! Mm.
Spare me your salutes, guardswoman. You let us slip right past you. Did not, Commander. Smelled you coming. Your friend, too. Druidy smell. Such keen senses. I suppose you're up to keep guarding them all while I'm away. Can I have a real sword? No. Fine. Sollen wir mit Rio nochmal sprechen? Thank you for looking out for her. Now bring her back alive. She's too old for any heroic death nonsense. Okay, aber wo ist denn das? Oh, come on, Ferdinand. So, hier ist noch eine Truhe. Eine Truhe, Tür. Hab ich die jetzt? Entschuldigung, neueste. Hab ich. Frag mal, wo es bemerkt. Haben wir bemerkt? Play. Vermisstenfälle in. What the fuck? Ist ein bisschen lang. Die letzten Berichte waren offenbar etwas überall. Unsere Untersuchungen der letzten Fälle von Verschwundenen im Stadtgebiet haben in fast jedem Fall damit geendet, dass die Gesuchten wieder auftauchten. Und die letzten Fälle kümmern wir uns gerade und in Gerüchten über seltsame Schatten am Nachthimmel nach. Vielleicht dürfen wir darauf hoffen, dass es sich um wilde Fantasien gehandelt hat. Wir anmerken über eine andere Handschrift, keine Zufälle, Abwesenheiten hängen zusammen und warum jetzt zurückkehren. Ja, das sind die, die diese Dinge eingeführt haben. Theodor Distelpfiff. Jim, natürlich schaue ich während eurer Abwesenheit gern nach den Kindern, auch wenn ich euch gern daran erinnern möchte, dass Rion und Jord jetzt doppelt so groß wie ich sind und mich nur allzu gern daran erinnern. Wie ich euch wegführen, passt auf euch auf. Wenn es sich die Kinder in den Kopf setzen, euch zu Hilfe zu kommen, werde ich sie nicht aufhalten können und das werde ich auch gar nicht erst versuchen, Theodor. Okay. Bad soil? Hast du jetzt hier drin? Jetzt kommst du von der Seite. Ich glaube, sonst ist hier ziemlich viel zu. Dann nehmen wir doch hier den Eingang zum Jahira's Keller. Pay no mind to those. You're probably safe so long as I am here. But if you do not trust me, take the weight from the pressure plate there. Take the weight from the pressure plate there. A glowing orb. But its purpose is unclear. Have no fear. The traps aren't meant for you. But, better to stick close, eh? Okay. A glowing orb. But its purpose is unclear. Na gut. Dann gehen wir hier einfach durch. Ich würde einfach die Fallen intakt lassen. Ich würde da nichts. The only patch of wilderness this city permits me. Oh. There ought to be supplies here to aid us. Kind of cute here. Hallo. Botenratte. I bring word of gnomes. Gnomes in the sea. Okay. Und du? Down by the blushing mermaid, there's a stink of something fey. Oh. Smell of ass, too. The boss doesn't care about that. There's been killings in a holy place. Stinks of incense and blood. Hallo. Postmeister Dax. The Archdruid's eyes and ears have fallen away in her absence. I'm training new ones. Okay, mehr als kurz mit euch reden kann ich nicht. Geschädigte Vase. Dass die immer so ein Riesending unterm Haus aufbauen können. Das ist ein Haus unterm Haus im Prinzip. Spannend. Egal. Oh? Wer hat Wahrnehmung gescheitert hier? Be wary. This place is trapped. Oh.
Darf ich da entschärfen? Entschärfen. 15. Das kann knapp werden. Nö, doch nicht. Sehr schön. Schlüssel. Nehmen wir den doch. Können wir dann hier das Bücherregal aufschließen? Kinai. But if it's supplies you seek, weapons to aid in our fight, you won't find them behind that door. Sondern? There is nothing back there of worth to anyone but me. Your Schuhe about it. Ich vermerke meinen wertlosen Sitz auch hinter geheimen Türen. It should be no surprise to you that Harpers like to hold their secrets close. Whether there is sense in it or not. On my word, all you will find inside is dust. And the moldering keepsakes of a much younger woman. But, wow. Do as you will. I have nothing to hide. And I have been content to follow your lead. Ich sag aber, wir dürfen, also. Gold nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Bücherregal. Baalbrut-Geschichte Teil 2. Ein beliebter Roman, dünn und billig gemacht, der die Abenteuer der Baalbrut und Adkatla nach der Niederlage von Sarevok Anchev dramatisiert. Die frühen Kapitel wurden verunstaltet, manche sogar herausgerissen. Meine liebste Frau. Das Schreiben von Gedichten untersagt habe, müsste ich dieses Jahr kreativ werden. Ich habe einen personierten kormiranischen Kriegsmagier aufgespielt, der über eine magische Methode verfügt, mentale Abbilder auf Pergament zu übertragen. Die Kunst ist unvollkommen und eignet sich vielleicht besser für Spionage als für Namenstagsgeschenke. Mit den allerliebsten Grüßen und aus sicherer Entfernung, Khalid. Und im Briefchen nimmt sich eine kleine Tuschezeichnung eines lächelnden Paares. Ihre Münder stehen viel zu weit offen, ihre Gelenke sind ein wenig verdreht, aber unter verzerrten Augenbrauen sind gerade so eben eine viel jüngere Jahira und ein bärtiger Mann mit einem Hafenhandel zu erkennen. Oh, ja, traurige Jahira. Traurige Jahira. Nicht erreichbar, ich bin zu klein für den Scheiß, offensichtlich. So. Was jetzt hier drin ist, glaube ich, darf, ja. Perfekt ausgeglichener Schlag. Lasst Belm heimlich und schnell herausgleiten. Die perfekte Verkörperung von Flinkheit und Stahl. Angriffswurf, Nahkampf pro Zug. Bitterstab. Immer pro Zug stößt der Hieb einen Gegner und bei mir zurück und betäubt ihn möglicherweise. Wirkt nicht bei Drachen oder riesigen Kreaturen. Und eine Vitrine. Seltsames Geschenk. Jahira kann nicht verflucht werden, solange sie Khalids Gabe trägt. Weisheit plus 1 bis zu 21. Khalids Gabe Beistand. A gift from my husband. I've had to renew parts over the years. But the heart remains the same as the day he gave it to me. Ja, ich wollte es dir auch wiedergeben. Ja. Was hast du jetzt? 6 bis 11. This ought to be good. Gut, glühender Stab, Widerstab. Achso. Wollen wir noch neueste sortieren? 5 bis 10, 6 bis 11. Wir haben jetzt schon bessere Varianten. Sylvanische Krummsäbel und Krummsäbel plus 1. 5 bis 10. Nee, ja, da haben wir nicht. Den können wir dahin packen. 3 bis 8. 6 bis 11. Der war schon trotzdem besser. Blühender Stab, Widerstab. Lass deine Sachen zurück, guck mal. Ne, die will ich gar nicht looten. Never a dull moment. Moment, aber yes. Dich wollen wir ja eh nicht zum Fighten benutzen. Dich könnten wir aber benutzen, um uns zu heilen. Ha! Ja, Massenwunden heilen. Bestätigen. Und noch ein bisschen Healing Word auf Kalach. Mehr Healing Word auf Kalach. Noch mehr Healing Word auf Kalach.
Wir wollen ja wieder eh nicht fighten. Wir wollen sie also wieder rausnehmen. Dann können wir ja Kalach noch ein bisschen hochheilen, ne? Zwölf. So, das sieht doch gut aus. Haben wir jetzt zwar Stufe 1 und 2 Zauber komplett verbraucht, aber whatever. Dann sind wir wieder full life. Zumindest. Das ist ja ein bisschen Cheaterei, oder? Nix drin. Total des zeitlosen Körpers. Eine konfuse Ansammlung kritischen wurde von denselben Hand zusammengeschustert, offenbar über Jahre hinweg. Ordentliche Anmerkungen bringen Ordnung in die chaotischen Skizzen. Sie beschreibt ein druidisches Ritual, dessen Zweck unklar ist und dessen Ausübung unvollständig. Right of the timeless body. What's that about? I'd best ask Jahira. Yes? Ich habe im Heiligtum eine merkwürdige Schriftzug gefunden. Es ging um einen zeitlosen Körper. The threat of spanking never kept the children from poking through my things. Why should it deter me? It is a ritual, or it describes one at least, practiced by druids of certain esoteric circles. If they be learned and powerful enough, the practitioner of this ritual might slow their aging, extend their life well beyond its natural reach. It is not something you need concern yourself with. I've picked up stranger things in all my travels. Trust me. Können wir über eure Schriftrolle sprechen? If you wish. It's possible I was a little too quick to judge. A little too caught up in ceremony. It is a ritual, or it describes one at least. Practiced by druid, if they be learned and powerful enough. The practitioner of this ritual might slow their aging. Das haben wir doch schon. It's not something you need concern yourself with. Okay, können wir das gleich nochmal. Das ist schräg, dass wir nochmal das gleiche im Prinzip haben. Fragen dürfen. Ja gut. Aber wir haben ihre Waffen gefunden. Die nicht sonderlich stark sind, wenn wir ehrlich sind. Und generell ist hier ziemlich viel leer. Dafür, dass es ihr Schutzbereich ist. Aber hübsch ist es hier. Hübsch, hübsch, hübsch. Würde ich gerade baden gehen wollen, wenn ich dürfte. Ich glaube, ich nicht darf. Ich glaube, ich gut, dass wir mit Jahira hier sind, weil ich glaube, sonst hätten wir hier irgendwie uns Gedanken machen müssen, wie wir die Fallen umgehen. Denke ich. Open up. Im Holzkopf noch irgendwas drin? Nope. Alles leer. Jetzt wird stichpunktartig durchgeguckt, weil sonst dauert es mal so ewig. Okay. Würde ich. Ja, wir wollen die Tür nicht zumachen. Würde ich sagen. Wir haben Jahiras Haus erstmal soweit untersucht. Bin ich jetzt nicht auf dem Schirm, dass sie hier ein Haus in Baldur's Tor hat. Aber ja, klar. Hat sie. Das heißt, wir brauchen Jahira nicht mehr. Deswegen müssen wir sie mal mit Astarion ersetzen. Er war hier drüben, ne? Kann ich inzwischen eigentlich direkt zu Astarion gehen und sagen, hey Astarion, hätte ich gern? Und dann sagen, dafür will ich Jahira nicht mehr haben? It's nice to see heroes are as awful as the rest of us, hm? Ich brauche immer eine Gruppe. Sorry. Lose a follower or two and I... Okay, nee, geht immer noch nicht. Ich muss explizit hingehen, sie rauskicken und dann den nächsten nehmen. Yes? Ich kann wieder über die Schriftrolle sprechen. You're sure? Yep. Yep, 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 yep. Ich bleibe in meiner Truppe, die ich habe. Und nehme mein Astarion wieder mit. Für den BAM Burst Damage. Ich brauche meine Gruppe. Leader. So. Lager verlassen. Ich weiß gar nicht, wie weit sind wir denn eigentlich mit dem Level wieder? 7000 brauchen wir noch. Das ist schon noch ein Stück. Jetzt sind wir eigentlich nicht dahin gekommen, wo ich hin wollte. Ich wollte eigentlich hier hin. Kasadors Palast.
Genau, wie ich gerade durch das Palast komme. Wahrscheinlich erst, wenn ich hier über das Tor komme, hinten ran. Ist natürlich blöd gelaufen. Elleratins Haus. Das Elleratins Haus Jahira ist, hätte ich nie verknüpft. Gut. Haben wir heute wieder einiges geschafft, würde ich sagen. Wir speichern das Spiel mal. Und dann würde ich sagen, das war's für heute. Danke fürs Zuschauen bei dieser Folge Baldur's Gate 3. Wenn ihr es bis hierhin geschafft habt, würde ich mich über einen Abonnement freuen oder einen Like oder beides oder einen Kommentar. Vielleicht habe ich ja irgendwas anderes gemacht. Wie gesagt, das mit dem wir verstecken uns, um uns einen zu schleichen und wir lassen ihn einfach zu, dass er zusticht, fand ich irgendwie nicht so optimal. Aber es war relativ offensichtlich eigentlich, wenn man es genau nimmt, weil er hat ja schon gesagt, haha, ich bring dich jetzt um und so. Von daher ist es vielleicht fair, dass ich da die falsche Entscheidung getroffen habe. So. Ja, Dankeschön fürs Dabeisein.